Okay, herzlichen Dank für die ganz netten Vorstellungsworte und vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren im Ausland, aber jedes Mal, wenn ich zurück nach Hof komme, dann sage ich immer noch, dass ich heimfahre. Das ist also ganz besonders schön, wieder mal zu Hause zu sein. Und dass dann noch so viele von Ihnen da sind, das freut mich wirklich ganz besonders. Und herzlichen Dank auch allen, die mitorganisiert haben, also der Stiftung Demokratie Leben, dem Freundeskreis, also Mama und Papa, und der Hochschule Hof für das zur Verfügung stellen der Räume und die technische Unterstützung. Ich bin ein großer Fan von so kleinen deutschen Hochschulen. Ich habe momentan forschungsmäßig mit mehreren davon zu tun und finde also die Risikobereitschaft und die Innovationskraft, die es da gibt, ganz toll. Außerdem ist mir die Hochschule Hof in warmer Erinnerung, weil wir da in der Mittagspause während der Schulzeit oft zum Essen in die Mensa gegangen sind. Und die Hochschule Hof hält also heute noch, 22 Jahre später, den Rekord für das größte Schweineschnitzel, das ich je gegessen habe. Gut. Also fangen wir an. Ich bin Ökonom und habe eigentlich nie gedacht, dass ich das mal von mir sagen würde, weil ich immer das Vorurteil hatte, dass Ökonomie auf Profitmaximierung raus ist und dass das von geldgierigen Bankern studiert wird. Und ich habe relativ spät erst verstanden, dass der Hauptinhalt bei der Volkswirtschaft eigentlich der ist, es in einer Welt von begrenzten Ressourcen zu erreichen, dass alle Menschen, so viele Menschen wie möglich, so viel von dem haben wie möglich, was sie glücklich macht. Und das ist, also eigentlich ist die Volkswirtschaft so ein bisschen wie der Softie unter den Sozialwissenschaften. Und das gilt ganz besonders für mein Teilgebiet, nämlich die Entwicklungsökonomie. Das ist das Teilgebiet, in dem es darum geht, Armut erstens wissenschaftlich zu verstehen und dann zweitens was dagegen zu tun. Also das hat einen sehr aktivistischen Zug, dieses Teilgebiet. Und davon möchte ich also jetzt sprechen. Und normalerweise fangen solche Vorträge immer damit an, dass man so ein paar Statistiken präsentiert, wie arm denn nun viele Leute tatsächlich noch sind. Und dadurch, dass Sie da sind, glaube ich, kennen Sie schon viele davon oder Sie wissen das zumindest. Ich will deswegen nur eine Zahl erwähnen und das ist 2 Euro. Das ist die offizielle internationale Grenze für extreme Armut. Also wenn man pro Person, pro Tag weniger als 2 Euro zur Verfügung hat zum Leben, dann gilt man als extrem arm. Und was, glaube ich, viele von Ihnen vielleicht nicht dabei bedenken, ist, dass diese Zahl an die Kaufkraft angeglichen ist. Das heißt, es geht also hier um 2 Euro pro Person pro Tag hier in Deutschland. Und ich möchte Sie also einladen, wenn Sie demnächst mal 10 Minuten Zeit haben, also morgen unter der Dusche, meditieren Sie mal drüber, wie Sie mit dem Betrag Ihr Leben organisieren würden. Also was kaufen Sie da bei Aldi ein, wenn Sie 2 Euro pro Person pro Tag zur Verfügung haben? Und ich glaube, die Reaktion von vielen von uns, einschließlich mir, ist jetzt, das geht doch gar nicht. Davon kann man doch gar nicht leben. Da stirbt man doch. Und es sterben da auch tatsächlich viele Leute dran. Und es sind momentan ungefähr, ich glaube, die letzte Zahl war so 650 Millionen Menschen auf der Welt, die sich in der Situation befinden. Und es sieht dann bildlich ungefähr so aus. Hier ist eine typische Familie in Deutschland mit den Nahrungsmitteln, die die so in einer Woche zu sich nehmen. Also ziemlich viel Dr. Oetker Pizza und so. Und hier ist eine typische Familie in Südsudan und die Nahrungsmittel, die die in einer Woche zur Verfügung haben. Das sind also eklatante Unterschiede und das ist das Problem, das es zu bewältigen gilt. Und ich glaube, viele von Ihnen, auch weil Sie heute da sind, machen das schon teilweise. Ich denke, viele von Ihnen spenden bestimmt jedes Jahr an Organisationen, die im weitesten Sinn das Ziel haben, Armut zu verringern. Heben Sie mal die Hand, wenn Sie im nächsten Jahr die Absicht haben, an so eine Organisation zu spenden. Okay, also das sind die meisten davon. Mich würde mal interessieren, an was für Organisationen spenden Sie und warum? Brot für die Welt, warum? Bitte, weil? Weil es kirchlich ist. Und Sie haben Vertrauen, okay. Was gibt es noch? Ja? Entschuldigung, Moment, kurz da oben, dann sind Sie dran. Kabarettisten Herrn Springer, der die Orienthilfe betreibt, die
Kommt an, okay, ja. Also persönliche Bekannte, ja, okay. Was haben Sie gesagt? Kinderhilfe Afghanistan. Kinder, okay. Dr. Reinhard Erres. Okay. Diese Millionen sind mehr wert als die Billionen, die die USA in Afghanistan gepumpt haben. Ein herausragender Mann. Okay, also Sie spenden, weil Sie die Person kennen und der vertrauen. Weil die begeistert sind. Okay, sehr gut. Okay, noch eine? Ja? Plan International. Wie? Plan International, okay, die kenne ich auch. Warum spenden Sie an die? Das hatte ihr erstes Patenkind und das ist aber dann so verzogen und da spende ich jetzt so, jeden Monat wird das abgeführt. Ne? Okay, Sie hatten ein Patenkind und ja. Dann spenden Sie jetzt nachher weiter. Okay, gut, vielen Dank. Das sind jetzt noch viele Mordwertungen, aber das ist ein gutes Sample von Organisationen. Also, der Vortrag, der richtet sich sowohl an Sie, die Sie jetzt die Hand gehoben haben, als ich gefragt habe, ob Sie spenden. Und ich möchte also gemeinsam mit Ihnen ein bisschen darüber nachdenken, ob und wie Sie Ihr Spenden noch effizienter und noch effektiver machen können. Und die paar wenigen, die vielleicht nicht die Hand gehoben haben, möchte ich vielleicht ein paar Ratschläge geben, wie Sie doch was bewirken können, wenn Sie vielleicht Zweifel haben, was denn mit Ihrem Geld tatsächlich erreicht wird. Und ich möchte also Ihnen eigentlich nur zwei Gedanken heute vermitteln. Der erste ist, dass sich Spenden an der Wirksamkeit orientieren sollten. Und was das ist, das werden wir noch genau zerpflücken in den nächsten paar Minuten. Der zweite ist, dass die Wirksamkeit mit wissenschaftlichen Studien überprüft werden sollte. Das ist eigentlich alles, was ich Ihnen heute sagen will. Also wenn Ihnen das schon klar ist, dann haben Sie den Rest der Stunde frei und können draußen auf dem Spielplatz. Gut, was ist Wirksamkeit? Was meine ich mit Wirksamkeit? Wir machen das am Beispiel. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen 100 Euro spenden und Sie haben da zwei Organisationen zur Auswahl. Organisation A rettet mit ihren 100 Euro 50 Kindern das Leben. Und für das Beispiel und die weiteren Beispiele, die jetzt folgen, ist essentiell wichtig, dass Sie sich darauf verlassen, dass wir das mit Sicherheit wissen, dass mit diesen 100 Euro wirklich 50 Kindern das Leben gerettet wird. Also setzen Sie da kurz Ihre Skepsis aus und glauben Sie mir das für den Rahmen dieser Beispiele. Später werden wir uns da noch drüber Gedanken machen, aber für den Moment glauben Sie mir, dass da wirklich 50 Kinder sicher gerettet werden. Was wissen wir noch über die Organisation? Die wird von Angelina Jolie empfohlen. Organisation B rettet mit ihren 100 Euro 100 Kindern das Leben. Und glauben Sie mir wieder, dass das wirklich mit Sicherheit stattfindet. Das ist für das Beispiel essentiell wichtig. Was wissen wir noch über die Organisation? Sie wissen nicht, welche Stars diese Organisation empfehlen. Hand hoch, wer von Ihnen spendet an Organisation B? Okay, ich würde sagen, das ist die Mehrheit. Wer spendet an Organisation A? Okay, es gibt immer einen. Warum spenden Sie an Organisation A? Und die wissen Bescheid und da kommt das dann an. Okay, ja, okay, gut. Also, die Mehrheit hat gesagt Organisation B, es gibt so ein paar Organisation A. Sehr gut. Nächstes Beispiel. Die gleichen oder ähnliche Organisationen. Organisation A rettet mit ihren 100 Euro 50 Kindern das Leben. Verlassen Sie sich drauf, das passiert wirklich. Organisation B, 100 Euro, 100 Kinder. Verlassen Sie sich drauf. Was wissen wir noch von Organisation A? Sie bekommen einmal im Jahr einen Dankesbrief von einem geretteten Kind. Bei Organisation B schreibt Ihnen kein Schwein. Wer spendet an Organisation B? Wer spendet an Organisation A? Okay, ein paar möchten wirklich Brieffreunde, aber abgesehen davon die meisten B. Okay, nächstes Beispiel. Organisation A, 100 Euro, 50 Kinder. Organisation B, 100 Euro, 100 Kinder. Organisation A hat niedrige Verwaltungskosten. Die nehmen von ihren 100 Euro und stecken davon 10 Euro in die Verwaltung und 90 Euro kommen dem Programm zugute und davon werden dann diese 50 Kinder gerettet. Organisation B hat höhere Verwaltungskosten. Sie nehmen ganze 90 Euro für die Verwaltung, aber von den verbleibenden 10 Euro, da retten die dann diese 100 Kinder. Und erinnern Sie sich daran, wir haben gesagt, Sie können sich darauf verlassen, die werden wirklich gerettet. Wer spendet an Organisation B? Okay,
Wer spendet an Organisation A? Also das ist ungefähr gleich, vielleicht kleine Mehrheit für Organisation B. Okay, letztes Beispiel. Organisation A, 100 Euro 50 Kinder. Organisation B, 100 Euro 100 Kinder. Organisation A erreicht das Retten dieser 50 Kinder durch den Bau von 10 Brunnen. Organisation B erreicht das durch den Bau von 8 Brunnen. Hand hoch, wer spendet an Organisation B? Wer spendet an Organisation A? Okay, klarer Sieg wieder für B. Gut, also das war eigentlich alles relativ eindeutig. Wir haben jetzt mehrere Szenarien gesehen, in denen immer Wirksamkeit anderen Faktoren gegenüberstand. Und Sie haben sich jedes Mal für die Wirksamkeit entschieden. Und Sie haben gesagt, das ist ein guter Grund zu spenden. Was kommt dabei rum? Wie viele Kinder werden tatsächlich gerettet? Und Sie haben gesagt, diese anderen Gründe sind weniger gut. Also Unterstützung von Stars, Aussagen von Begünstigten, also die Briefe von den Kindern, Verwaltungskosten und der Kauf von Zutaten. Man nennt das auch Inputs. Das haben Sie alles gesagt, ist weniger wichtig als das, was tatsächlich bewirkt wird. Nämlich, wie viele Kinder gerettet werden. Und jetzt möchte ich behaupten, dass bei den Organisationen, die wir vorhin besprochen haben, an die viele von Ihnen spenden, dass Sie da gar nicht so genau wissen, was da eigentlich tatsächlich im Einzelnen bewirkt wird. Wie viele Kinder werden da gerettet? Wie viele Menschen haben da mehr zu essen, genug zu essen? Und man kann Ihnen das gar nicht vorwerfen, weil Ihnen das nicht serviert wird, sondern Sie kriegen nur das Video zu sehen mit Angelina Jolie und die Broschüre, in der steht, wie niedrig die Verwaltungskosten sind und wie viele Brunnen gebaut wurden. Und 10 Brunnen klingt besser als 8. Und ob damit jetzt mehr Kinder gerettet werden, das erfahren wir oft gar nicht. Warum erfahren wir das nicht? Weil die meisten Organisationen das selber nicht wissen. Und die wollen das oft gar nicht wissen. Die haben nicht die Anreize, das rauszufinden, weil das Spenden ja gut läuft. Und wenn die jetzt sich entscheiden würden, das auf verlässliche Weise rauszufinden, dann würden womöglich die Ergebnisse negativ ausfallen und die Spenden versiegen. Und ich möchte das jetzt mal ein Beispiel erzählen. Das ist eine Geschichte von einem Ökonomen, der heißt Jeffrey Sachs, der ist hier rechts im Bild. Der war mit 25 Professor in Harvard, ein sehr erfolgreicher Ökonom. Und der hat Ende der 80er, Anfang der 90er beim Umschwung in Osteuropa mitgewirkt als Wirtschaftsberater. Und der hat sehr viele Reformen auf einmal durchgeführt, auf dem Weg von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Man nannte das damals Schocktherapie, was der gemacht hat. Und das wurde als relativ erfolgreich erfunden. Und 2005 hat er dann gesagt, jetzt machen wir was Ähnliches für Afrika, um Armut anzugehen. Der hat also auch alles auf einmal machen wollen und hat mit sehr viel Geld, Millionen von Dollar von der UN und anderen Organisationen, privaten Spendern, ein Programm aufgezogen, das nannte sich Millennium Villages. Wer hat davon schon mal gehört? Okay, sehr wenige. Das waren also 14 exemplarische Dörfer, an denen gezeigt werden sollte, wie man Armut ein für alle Mal lösen kann, und zwar indem man alle Probleme auf einmal angeht. Also Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung, sollte da alles in einem Aufwasch gelöst werden. Und das hat also ganz gut ausgesehen teilweise. Die haben sehr viel investiert in die Leute, also 12.000 Dollar pro Dorfbewohner und Jahr wurde da ausgegeben, also sehr hohe Beträge, sollte eigentlich was dabei rumkommen. Und es war einigermaßen schlank, also die Verwaltungskosten waren 17%. Das ist in dem Bereich eigentlich ganz okay. Gut, dann schauen wir uns mal an, was das bewirkt hat. Wen fragen wir da am besten? Fragen wir am besten Angelina Jolie. Die ist dann nämlich hingefahren und hat sich das angeschaut und hat Folgendes gesagt. What we've seen on this day is that there are solutions, and it's great to see. Simply just having something to eat has made all the difference for these kids. It is possible to end poverty. I really am convinced of it now that I've seen this. Okay, also Angelina Jolie findet das sehr gut. Also ich glaube, Sie sind jetzt überzeugt.
Jetzt kann man sagen, okay, Angelina Jolie ist Schauspielerin, die war 2 Tage in Kenia, was weiß die denn, was dieses Programm bewirkt? Wir fragen noch mal Leute, die tatsächlich davon profitiert haben. Also fragen wir doch mal die Leute in den Dörfern, hat dieses Programm euch was gebracht? Okay, das ist jetzt ein Interview mit einer Schuldirektorin. How many classes are getting the meal now? All classes. The difference we see is that everybody's attending school now. Isn't that great? But behind, we are hungry, we don't have money, we don't have food, we don't have almost everything. And when you come to our aid, we are very pleased. Very pleased. Also die Schuldirektorin und die andere Frau und der Mann am Ende, die finden das auch sehr gut. Das heißt, das klingt also doch alles schon sehr ermutigend, aber das waren jetzt alles Sachen, von denen sie eigentlich gesagt haben, dass wir darauf nicht achten sollten. Also sie haben die alle hinten angestellt gegenüber der Wirksamkeit. Angelina Jolie, die Aussagen von den Begünstigten, die Verwaltungskosten, der Kauf von den Zutaten, die 12.000 Dollar pro Person pro Jahr, die ich gerade genannt habe. Sie haben eigentlich alle gesagt, was wir wissen müssen, ist die Wirksamkeit. Was kommt dabei tatsächlich rum? Okay, das hat auch die wissenschaftliche Gemeinde gesagt, überall auf der Welt. Forscher haben gesagt, wir müssen verstehen, was dieses Programm tatsächlich bewirkt, für das so viel Geld ausgegeben wird. Schauen wir uns beispielsweise die Kindersterblichkeit an. Was ist mit der Kindersterblichkeit passiert in diesen Dörfern, in denen dieses Programm durchgeführt wurde? Die ist um 5,9% pro Jahr zurückgegangen. Das klingt ziemlich gut. Also das ist ein relativ starker Rückgang. Was man dazu aber wissen muss, ist, dass die im Rest der Länder, wo diese Dörfer waren, um 6,4% pro Jahr zurückgegangen ist in der gleichen Zeit. Also da könnte man jetzt sagen, ja, das sind schlechte Nachrichten, das Programm hat nicht funktioniert. Aber es ist noch schlimmer. Wir wissen nicht, ob das Programm funktioniert hat und wir werden das nie erfahren. Und zwar, weil diese Dörfer nicht repräsentativ ausgewählt waren. Die waren nach idiosynkratischen Kriterien ausgewählt, die sich heute gar nicht mehr richtig nachvollziehen lassen. Und dadurch können wir nie rausfinden, was diese vielen Millionen tatsächlich bewirkt haben. Also stellen Sie sich beispielsweise vor, dass diese Dörfer besonders motivierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hatten, die dafür gesorgt haben, dass ihr Dorf an dem Programm teilnehmen darf. Und diese motivierten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die haben aber auch schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass es ihrem Dorf gut geht. Und die haben da schon alles für die Kindersterblichkeit getan, was zu tun gab. Und dann konnte das Programm nicht mehr viel ausrichten. Und dann kommt da eine kleinere Zahl raus. Wenn man das Programm an andere Dörfer gegeben hätte, dann wäre es vielleicht besser geworden. Oder die Dörfer sind zufälligerweise tatsächlich doch repräsentativ und das Programm hat nichts bewirkt oder sogar ein bisschen schlechter. Also in welcher dieser beiden Welten wir uns befinden, das Programm ist effektiv oder das Programm ist nicht effektiv, das wissen wir nicht. Und das können wir nie rausfinden, weil diese Dörfer nicht repräsentativ ausgewählt waren. Wie hätte man das anders machen können? Wie hätte man die auswählen müssen? Nach dem Zufallsprinzip, genau. Dann hätte das funktioniert. Wenn man die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt hätte, dann wären die statistisch identisch gewesen im Vergleich mit allen anderen Dörfern. Und dann hätte man vergleichen können, was das Programm tatsächlich ausmacht in den Dörfern, die das Programm haben und in den Dörfern, die das Programm nicht haben. Und wir machen das jetzt mal am Beispiel. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das funktioniert mit dem Zufall. Also ich bitte Sie jetzt mal alle, eine Münze zu nehmen und die zu werfen und sich zu merken, ob Sie Kopf oder Zahl haben. Sie dürfen Münzen sich teilen mit Ihren Banknachbarn. Und dann die schnell sind, dann fangen wir gleich mal an. Ich hätte also jetzt gerne von 5 Herren, die Kopf geworfen haben, ihre Körpergröße gewusst. Sie können mir das einfach zurufen. Kopf? 1,97, das fängt ja schon mal gut an. 1,74. 1,81. 2 brauchen wir noch. 1,80 Zahl. Bitte was? Na, im Moment, das sind wir noch nicht. Ich brauche jetzt noch 2 Herren, die Kopf geworfen haben.
1,81 nochmal? 1,72. Okay, jetzt brauche ich 5 Damen, die Kopf geworfen haben. 1,67. 1,70. 1,70. 1,60. Was war das? 1,70. Oh, ja? 1,76, oder? Stimmt das? Ja, okay. Alles klar. Also, Ihr Durchschnitt ist 1,758. Okay. Jetzt machen wir es andersrum. Jetzt brauche ich 5 Damen, die Zahl geworfen haben. Ja? Rufen Sie es mir einfach zu. 1,59. 1,64. 1,72. 1,63. 1,80. 1,68. Ach nee, Entschuldigung, das waren jetzt schon 5. Okay, jetzt brauche ich 5 Herren, die Zahl geworfen haben. 1,80, 1,86, okay. 1,85. 1,73, was war da drüben? 200. Okay. Also, okay. Jetzt sind wir bei 0,4. Ist Ihnen aufgefallen, was passiert ist? Die eine Zahl hat sich immer näher der anderen angenähert. Wenn ich das mit einer, die Durchschnitte hier auf der rechten Seite, wenn ich das mit einer beliebig großen Stichprobe mache, kann ich den Unterschied beliebig klein machen. Sie kennen das aus der Schule, das ist das Gesetz der großen Zahl. Das heißt, ich habe Sie jetzt per Zufallsprinzip in 2 Gruppen aufgeteilt und dadurch sind Sie jetzt in dieser einen Variable der Körpergröße statistisch identisch. Das sieht man jetzt in dem Beispiel noch nicht so genau, aber wenn man das mit einer beliebig großen Stichprobe macht, dann wird es noch viel deutlicher, dass die Größe dann im Limit die gleiche ist. Okay, das Prinzip, das kann man anwenden auf diese Dörfer. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Anzahl von diesen Dörfern und Sie wählen zufällig die Hälfte davon aus und Sie erklären die zu experimentellen Dörfern und der Rest der Dörfer, das sind die Kontrolldörfer. Und dadurch, dass Sie die zufällig ausgewählt haben, können Sie sich sicher sein, dass die sich in allen Variablen statistisch ähneln. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Sie jetzt ein Programm einführen in den experimentellen Dörfern und nicht in den anderen Dörfern und dann später Unterschiede messen zwischen den Dörfern, dann müssen alle Unterschiede, die Sie dann messen, durch das Programm entstanden sein. Also statistisch robuste Unterschiede. Die können nur auf das Programm zurückzuführen sein, eben weil die Dörfer am Anfang ähnlich waren statistisch. Und das bedeutet, dass man Wirksamkeit wissenschaftlich überprüfen kann. Was dabei wichtig ist, ist, dass die Variablen, in denen sich diese Gruppen von Dörfern ähneln, das sind nicht nur die beobachtbaren Variablen, wie jetzt beispielsweise ihre Körpergröße, sondern das sind alle Variablen, einschließlich derer, die ich nicht beobachten kann. Also auch beispielsweise die Motivation von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Die kann man zwar nicht messen, aber wenn man die Dörfer zufällig in experimentelle und Kontrolldörfer einteilt, dann kann man sich trotzdem sicher sein, dass auch in dieser Dimension die Dörfer statistisch vergleichbar sind. Das ist der geniale Trick bei diesen Arten von Studien und Sie haben bestimmt schon gemerkt, was das ist. Das ist eine randomisierte, kontrollierte Studie, die ich Ihnen gerade erklärt habe. Und das ist das Prinzip, auf dem alle medizinischen Experimente beruhen, mit denen Medikamente überprüft werden und natürlich auch die Versuche, mit denen die Covid-Impfungen, Impfstoffe getestet wurden im letzten Jahr. Also in der Medizin ist das eine alte Idee, aber wir können das gleiche Prinzip, das so verlässlich ist in der Medizin beim Überprüfen von Medikamenten und Impfstoffen, auch anwenden auf soziale Programme. Gut, ich will Ihnen jetzt 2 Beispiele dafür sagen aus meiner eigenen Forschung. Die Co-Autoren hier sind Michael Kramer, Ricardo Mertens, Jeremy Shapiro und Brandon Tan. Und wir fangen, die sind durchgeführt in Kenia und die Organisation, die da die Feldarbeit durchgeführt hat, das ist das Busara Center for Behavioral Economics in Nairobi. Und beim ersten Experiment, da bleiben wir gleich bei dem Thema, das wir gerade schon hatten, nämlich der Kindersterblichkeit. Kennen Sie Ursachen, was sind die wichtigen Ursachen für Kindersterblichkeit auf der Welt? Jeden Tag sterben so ungefähr 15.000 Kinder. Mangel Hygiene, ja, sagen Sie es genauer. Durchfall, genau. Ja, das ist ein sehr wichtiger Grund. Okay, genau darum ging es uns in der Studie. Woran liegt der Durchfall meistens?
Schlechtes Wasser, genau. Was kann man dagegen machen? Gutes Wasser, genau. Also, man kann das mit Chlor versetzen, man kann das Trinkwasser mit Chlor behandeln. Das ist sehr sicher und sehr billig. Also es gibt in den meisten Entwicklungsländern so kleine Chlorflaschen zu kaufen, mit denen man sein eigenes Trinkwasser versetzen kann. Das kommt dann nicht sauber aus dem Hahn, man hat meistens keinen Hahn und es kommt auch nicht sauber aus dem Brunnen, wo man sich das holt, sondern man muss das selber machen. Für uns wird das zu Hause erledigt. Dort muss man das selber versetzen. Es gibt also kleine Flaschen, die man kaufen kann und da, die macht man dann in das Wasser rein. In Kenia, wo wir gearbeitet haben, da haben das am Anfang der Studie ungefähr 3% der Haushalte gemacht. Und es ist nicht ganz klar, warum, aber es hat vermutlich damit zu tun, dass man da dran denken muss. Also es liegt nicht daran, dass es teuer ist, dass es sehr günstig ist, sich das zu kaufen. Vermutlich hängt es damit zusammen, dass man sich diese Flasche kauft und die steht dann zu Hause irgendwo auf dem Regal und man vergisst das dann. Man denkt nicht dran im richtigen Moment, wenn man am Brunnen steht und das Wasser sich holt, dass man das chlorinieren sollte und wenn man zu Hause ist, dann hat man es vergessen. Gut, was also dann da die Intervention war, es ist nicht auf meine Mist gewachsen, sondern es haben sich Kollegen ausgedacht, Michael Kramer und andere Kollegen, ich kam dann später zu der Studie erst dazu, die haben so Seifenspender aufgestellt an den Quellen, wo die Leute sich das Wasser holen. Und es war also eine visuelle Erinnerung daran, dass man das Wasser mit Chlor versetzen sollte, im richtigen Moment, nämlich während man an der Quelle ist und sich das Wasser holt. Also es war eine sehr simple Lösung für dieses Problem. Ich habe das irgendwie kaputt gemacht. Jetzt, okay. Gut, einer dieser Chlorspender, der steht im Nobelmuseum in Stockholm, weil Michael Kramer vor ein paar Jahren den Nobelpreis gewonnen hat, unter anderem für diese Arbeit, mit der ich noch nichts zu tun hatte, also das kam dann erst später. Aber, und wenn man Nobelpreis gewinnt, dann darf man so eine Art Souvenir ins Nobelmuseum in Stockholm stellen. Und Michael Kramer hat also so einen Seifenspender da ins Nobelmuseum gestellt. Gut, also das war der Gedanke. Die Studie hat stattgefunden im Westen von Kenia, in 130 Dörfern ungefähr, in zwei Bereichen, die heißen Bungoma und Kakamega. Die sind hier auf der Karte angezeigt. Und wie gesagt, Michael Kramer hat die Studie mit anderen Kollegen angefangen vor ein paar Jahren und wir haben dann 5 Jahre später ungefähr gemessen, wie die Kindersterblichkeit sich entwickelt hat in den Dörfern, die diese Spender bekommen haben und in denen, die sie nicht bekommen haben. Und wichtigerweise waren die eben zufällig ausgewählt. Also aus diesen 130 Dörfern wurde die Hälfte ausgewählt. Da wurden diese Spender aufgestellt und in der anderen Hälfte nicht. Und dann kann man messen, wie sich das auswirkt auf verschiedene Variablen, unter anderem eben die Kindersterblichkeit. Also hier zeige ich Ihnen jetzt die Kindersterblichkeit in den Kontrolldörfern. Kindersterblichkeit heißt, dass ein Kind seinen 5. Geburtstag nicht erlebt und man misst das pro 1000 Kinder. Also in den Kontrolldörfern sind das 22 Kinder pro 1000, also ungefähr ein bisschen über 2%. Weiß jemand, wie hoch es in Deutschland ist? Also 0,38% ungefähr. Also es ist um ein Vielfaches höher in den Kontrolldörfern. Das ist eigentlich relativ niedrig. Es gibt viele Orte in Afrika, wo es noch viel schlimmer ist. Aber in den Dörfern, wo diese Spender standen, da hat sich das ganz massiv verringert. Also das ist auf 8,2 pro 1000 zurückgegangen, also 0,82. Das ist schon viel näher an dem deutschen Wert von 0,38 dran. Also es ist eine 63-prozentige Verringerung von diesen 22 pro 1000 ursprünglich. Und was an den Daten eben angenehm ist, ist, dass man sich darauf verlassen kann, weil das statistisch robust ist. Und man weiß, dass das nicht entstanden ist durch Selbstselektion der Dörfer in diese Intervention hinein, wie bei den Millennium-Dörfern, die ich vorhin beschrieben habe. Also das ist wissenschaftlich belastbar, dass der einzige Unterschied, der zwischen diesen Dörfern statistisch bestehen kann, diese Spender sind. Und insofern weiß ich, dass diese Reduktion darauf zurückzuführen sein muss. Gibt es dazu Fragen? Ja. Durch die Anzahl der Dörfer. Also das ist 65 Dörfer, dann gibt es einen Fehlerbalken. Ja, also man mittelt da, das ist das Mittel über die 65 Dörfer und dadurch ergibt sich der Mittel über die 65 Dörfer, in denen die Spender stehen, minus das Mittel über die 65 Dörfer, in denen sie nicht stehen und über diese Differenz der Fehlerbalken. Okay,
Das ist das erste Beispiel, das ich Ihnen zeigen wollte. Das war eine Intervention, die auf ein sehr spezifisches Problem zugeschnitten war. Eine andere Frage, die wir uns stellen könnten, ist, kann man Armut grundlegender und breiter verändern? Und da gibt es eine interessante Idee, die eigentlich sehr alt ist, aber die in letzter Zeit sehr an Interesse gewonnen hat, nämlich die bedingungslosen Geldtransfers. Und das ist vor allem dadurch entstanden, dieses neue Interesse, dass eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet wurde in den USA, die GiveDirectly heißt. Die wurde ins Leben gerufen von Doktoranden in Ökonomie in Harvard und am MIT. Und die haben sich gedacht, wenn wir spenden wollen, dann spenden wir doch am besten direkt an die Leute, die es brauchen und nicht an Organisationen. Die hatten mal eine Zeit lang den Slogan, don't give to charity, give to the poor. Also geben Sie nicht an die Organisation, geben Sie es den Armen. Und der Gedanke dahinter war, dass arme Leute oft selber ziemlich gut wissen, was sie brauchen. Die haben nur nicht das Geld, das zu kaufen. Und dass es also dann aus ökonomischer Sicht Sinn ergibt, denen das Geld einfach zu geben, weil die dadurch, dass sie das selber besser wissen, viel effizienter damit umgehen können. Das war so der eine Grund. Der andere ist, dass es würdevoller ist, wenn man das Geld selbst ausgeben kann und nicht eine Kuh zugedacht bekommt, sondern es ist so eine Art von Agency darin enthalten, dass man selber die Entscheidung treffen kann, wie man das Geld ausgeben möchte. Das waren die Gedanken dahinter. Und wir wollten herausfinden, ob das tatsächlich funktioniert und haben so eine randomisierte Feldstudie durchgeführt in Kenia. Diese Geldtransfers, die gehen an sehr arme Leute. Hier ist ein Beispiel von einer Familie, die Transfers bekommen haben. Die leben oft in so Lehmhütten mit Grasdächern. Das ist ein sehr gutes Kriterium, um Armut zu erkennen. Wenn man sich ein Metalldach leisten kann, dann hat man schon ein bisschen mehr Geld. Also die Organisation, die sucht Haushalte mit Grasdächern aus und die bekommen dann einen Geldtransfer. Wir haben wieder in Kenia gearbeitet, im Westen von Kenia, in einer Gegend, die heißt Rarieda. Und da haben wir 120 Dörfer ausgewählt und die wieder aufgeteilt in 60 Dörfer, die Geld bekommen haben und 60 Dörfer, die kein Geld bekommen haben. Und jede Familie in den Dörfern, die als experimentelle Dörfer ausgesucht wurden, hat $700 bekommen. Das ist ungefähr 2 Jahreseinkommen. Also das ist relativ viel Geld im lokalen Kontext. Und dann haben wir ungefähr ein Jahr später gemessen, wie es diesen Haushalten ging. Und weil das eine Intervention ist, die breiter ausgelegt ist, die sich jetzt nicht nur auf Trinkwasser fokussiert, haben wir versucht, so viele Variablen wie möglich zu messen. Und von denen möchte ich Ihnen jetzt kurz erzählen. Also das Erste, was passiert, wenn man Leuten zu viel Geld gibt, ist natürlich, dass mechanisch automatisch das Vermögen hochgeht. Und das ist um ungefähr 61% hochgegangen. Beziehungsweise ein Jahr später, als wir gemessen haben, war es noch ungefähr 61% höher. Und das hat sich teilweise begründet dadurch, dass die Leute ziemlich viel Vieh gekauft haben. Also das war eine klassische Investition, sich eine Kuh zu kaufen oder eine Ziege. Und das ist deswegen eine gute Investition, weil man dadurch Einkommen hat. Also man kann die Milch verkaufen, manchmal gibt Kalb die Kuh, dann kann man das Kalb verkaufen, manchmal kann man die schlachten, dann kann man das Fleisch verkaufen. Also das ist eine gute landwirtschaftliche Investition. Und die Leute haben investiert in Kapitalgüter für die Landwirtschaft. Also Rechen und Hacken und so weiter. Die gehen 25% hoch. Was passiert dadurch? Dadurch haben die Leute ein höheres Einkommen aus ihrer Landwirtschaft. Das ist ungefähr 33% hochgegangen. Also das ist ganz ansehnlich und das ist statistisch hochsignifikant. Das, was uns aber eigentlich interessiert, das sind die Wohlstandsvariablen. Also wir möchten wissen, wie gut geht es den Leuten. Und da messen Ökonomen klassischerweise den Verbrauch, also den Konsum. Vor allem in Entwicklungsländern, weil man da das Einkommen sehr schlecht messen kann. Also das ist uns zwar hier ganz gut gelungen, aber das ist gemeinhin schwer zu messen, weil da weil die Einkommensströme nicht regelmäßig sind. Also die Leute haben mal ein bisschen Einkommen, dann haben sie es wieder nicht. Konsum ist regelmäßiger und leichter zu messen. Das heißt, der Verbrauch ist also auch hochgegangen um ungefähr 23%. Das ist also so die Variable, auf die wir uns am meisten fokussiert haben, über die wir sehr froh waren, dass die so stark hochgegangen ist. Und das setzt sich zusammen aus einem ziemlich starken Anstieg an Nahrungsausgaben. Also die Leute geben viel mehr Geld für Essen aus. Das passt dazu, dass am Anfang der Studie da ziemlich viel Hunger herrschte. Also ziemlich viele der Leute sind da hungrig ins Bett gegangen an den meisten Tagen der Woche.
Die investieren auch mehr in Gesundheit, also Gesundheitsausgaben gehen um ungefähr 38% hoch und Bildungsausgaben um ungefähr 23%. Jetzt ist bei diesen Geldtransfers oft ein Kritikpunkt, dass die Leute das in Alkohol und Zigaretten stecken, das Geld. Und das ist aber nicht passiert, sondern der Alkoholkonsum ist leicht zurückgegangen, 15%, und Tabakkonsum auch, 10%. Also das ist nicht statistisch signifikant, der Rückgang, aber es ist zumindest kein signifikanter Anstieg. Also das waren auch gute Nachrichten. Und wofür ich mich als Ökonom, der so ein bisschen psychologischen Einschlag hat, sehr interessiert habe, ist das psychische Wohlergehen. Also wie glücklich sind die Leute? Und der Anteil derer, die sich selber als unglücklich bezeichnet haben, der ist um 24% zurückgegangen. Also den Leuten geht es auch mental viel besser. Wir haben auch Rückgänge in Depressionen festgestellt, weniger Stress. Wenn die Leute besonders große Transfers kriegen, dann geht Cortisol zurück, also das Stresshormon. Also auf psychologischer Ebene sieht das auch ziemlich gut aus. Was ich Ihnen jetzt noch kurz sagen will, ist, das finde ich auch ein sehr interessantes Ergebnis, wir haben auch häusliche Gewalt gemessen. Das gibt es sehr viel in der Gegend, also es wird viel geschlagen und viel vergewaltigt in der Ehe. Und wir haben also die Frauen gefragt, ob ihnen das widerfahren ist. In den letzten 6 Monaten wurden sie von ihrem Mann geschlagen, wurden sie von ihrem Mann sexuell missbraucht. Und das ist auch zurückgegangen. Und was ich Ihnen noch nicht gesagt habe, ist, dass wir Transfers sowohl an Männer als auch an Frauen gemacht haben. Und wir können unterscheiden, wie die Effekte sind, wenn wir an Frauen Transfers schicken versus an Männer. Wenn die Transfers an Frauen gehen, dann geht das Schlagen um 39% zurück. Und erbaulicherweise passiert das auch, wenn auch nicht in ganz so großem Maße, wenn die Transfers an Männer gehen. Also es ist eine 30-prozentige Reduktion im Schlagen, wenn die Männer die Geldtransfers bekommen. Und ähnlich sieht es aus bei der Vergewaltigung. Also wenn die Transfers an Frauen gehen, gehen Vergewaltigungen um fast 60% zurück. Und wenn sie an Männer gehen, um 25%. Diese 25% ist es nicht mehr statistisch signifikant. Aber es ist zumindest kein Anstieg, was man auch hätte befürchten können. Gut, das wollte ich Ihnen zu den Geldtransfers erzählen. Und was ich Ihnen grundsätzlich damit nahebringen wollte, mit diesen beiden Beispielen, ist, dass man mit wissenschaftlichen Studien tatsächlich Wirksamkeit überprüfen kann und Effekte messen kann auf Variablen, für die wir uns tatsächlich interessieren. Also die darüber hinausgehen, wie viele Brunnen wurden gebaut, wie viel Geld wurde transferiert. Ich kann Ihnen natürlich sagen, wie viel Geld transferiert wurde, aber das interessiert ja nicht. Ich möchte wissen, was sind tatsächlich die Ergebnisse für die Menschen. Und das kann man mit solchen Studien rausfinden. Und zweitens, wie ich das eingangs gesagt habe, es ist eine gute Idee, sein Spendenverhalten an diesen Erkenntnissen zu orientieren. Wie macht man es jetzt als Otto-Normalverbraucher, wenn man nicht den Vorzug hat, diese wissenschaftlichen Studien zu kennen? Ich möchte Ihnen eine Website empfehlen, mit der ich nichts persönlich zu tun habe. Die heißt effektivspenden.org. Es gibt im angelsächsischen Raum relativ viele davon. Givewell.org war, glaube ich, die erste oder eine der ersten. Das hier ist eine deutsche Inkarnation. Das ist eine Gruppe von Leuten, die haben sich zur Aufgabe gemacht, die Ergebnisse aus der Forschung zusammenzutragen und zu bündeln und verdaubar zu machen für Leute wie Sie und mich, die gerne ihr Spenden effektiver organisieren möchten und an Organisationen spenden, die sich erstens dieser Messung gestellt haben, dieser Überprüfung, was viele Organisationen nicht tun, und die zweitens gezeigt haben, dass sie tatsächlich positive Ergebnisse erzielen bei Variablen, für die wir uns interessieren, also beispielsweise Kindersterblichkeit. Und ich zeige Ihnen hier ein paar Beispiele, also das ist einfach von der Website kopiert. Das sind die 4 Organisationen, die am stärksten empfehlen. Bei 2 davon geht es um Malaria. Beispielsweise gibt es eine Organisation, die vergibt Bettnetze, also Moskitonetze an Familien, um Malaria zu bekämpfen. Das ist sehr effektiv, weil die sehr billig sind und auch so eine Hemmung in der Übertragung herbeiführen. Also da werden nicht nur die Kinder geschützt, die drunter schlafen, sondern auch die Nachbarskinder. Eine Organisation ist tatsächlich GiveDirectly, von der ich Ihnen gerade erzählt habe. Also die Geldtransfers, die werden gemeinhin als relativ effektiv betrachtet. Und eine andere Organisation ist Deworm the World. Da geht es um Entwurmungskuren, die also erstaunlich effektiv sind darin, Kinder zurück in die Schule zu bringen, wenn die nicht in die Schule gegangen sind. Also das hätte man nicht erwartet. Aber dann gab es eben diese Studie, die gezeigt hat, damit kann man den Schulbesuch massiv steigern. Und diese gehören also auch zu diesen empfohlenen Organisationen. Okay, das wollte ich Ihnen
sagen. Jetzt möchte ich Ihnen in den letzten paar Minuten gerne noch so ein bisschen erzählen, woran ich momentan bastle. Und das ergibt sich aus einer gewissen Frustration mit den Geldtransfers. Ich finde die Geldtransfers total toll. Also ich habe Ihnen gerade die Ergebnisse gezeigt. Da kommt wirklich viel dabei rum. Der Konsum steigt stark an, 23%, das ist super. Aber ich habe zwei Probleme damit. Das erste ist, dass wir noch nicht genau wissen, wie nachhaltig das ist. Und momentan sieht es so aus, als ob diese Effekte tatsächlich über die Zeit schwächer werden. Das ist jetzt kein vernichtendes Argument. Es gibt viele andere Interventionen, die funktionieren eine Zeit lang und dann funktionieren sie nicht mehr. Also die sind da in guter Gesellschaft, die Geldtransfers. Damit sollte man die noch nicht abkapseln. Aber was mich daran stört, ist, dass die mir nicht transformativ genug sind. Also wenn die Leute am Anfang der Studie einen Dollar am Tag verdienen und dann haben sie am Ende einen Dollar 23, dann sind die immer noch sehr arm. Und das reicht mir irgendwie nicht. Und ich habe dann also vor ungefähr einem Jahr angefangen nachzudenken, im Zuge dieses Umzugs nach Stockholm, wo ich so meine Forschung ein bisschen neu orientieren könnte, was sind denn die Interventionen, die tatsächlich transformative Auswirkungen haben auf das Wohlbefinden von Leuten. Und da kommt man relativ schnell bei Migration an. Also wenn man sich die Einkommensunterschiede anschaut zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern, dann bewegen sie sich im Bereich nicht von 23%, sondern von 2.000, 3.000%. Und es hat wenig damit zu tun, wer man ist, also wie viel Bildung man hat, sondern es hat am meisten damit zu tun, wo man ist. Also wo man sich aufhält, wie hoch sind da die Löhne, selbst für niedrig bezahlte Jobs, das hat eine große Auswirkung auf den eigenen Wohlstand. Und da gibt es natürlich viele Gründe, warum man internationale Migration so ein bisschen fürchtet als Intervention. Der erste ist vielleicht Brain Drain, also man hat Angst, armen Ländern gute Leute abzugraben dadurch. Und da ist momentan, soweit ich ihn verstehe, der wissenschaftliche Konsens, dass es eigentlich eher andersrum ist, dass da so eine Art Brain Gain stattfindet. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens schicken Leute, die im Ausland leben, sehr viel Geld nach Hause zurück. Die sogenannten Remittances sind ein essentieller Bestandteil und ein sehr großer Bestandteil im Bruttosozialprodukt von vielen Entwicklungsländern. Und zweitens entstehen, wenn es diese Migrationspfade gibt, starke Anreize, sich im Heimatland schon auszubilden, um sich für die Migration zu qualifizieren. Das heißt, da erhöht sich dann auch in den Ländern selbst das Humankapital. Das heißt, es gibt also mehrere Gründe zu glauben, warum dieses Brain-Gain-Argument, das Brain-Drain-Argument eigentlich nicht so stichhaltig ist und es eher umgekehrt ist, dass man damit tatsächlich den Ländern Vorteile verschafft, wenn motivierte Leute ins Ausland gehen können und dann höheres Einkommen haben. Dann ist es so, dass in vielen reichen Ländern ein massives demografisches Problem besteht. Also in Deutschland wird die Bevölkerung immer älter und unsere Sozialsysteme stöhnen und ächzen unter der Belastung und es wird händeringend versucht, deutsche Universitäten attraktiver zu machen für Studierende aus dem Ausland. Es gab da 2013 einen Beschluss auf höchster Ebene, dass sich deutsche Hochschulen internationalisieren sollen. Ich habe hier ganz tolle Beispiele gesehen an der Hochschule Hof in den letzten Tagen mit Partnerschaftsprogrammen mit Indien. Ganz tolle Arbeit wird da gemacht. Und aus diesen Gedanken ist die Idee entstanden, an der ich momentan bastle, und das ist, deutsche Hochschulen zugänglich zu machen für ugandische Studierende. Deutsche Hochschulen sind auch deswegen super interessant, da ist Deutschland wirklich einzigartig, weil es keine Studiengebühren gibt. Es gibt kaum ein anderes Land, wo das der Fall ist. Also man zahlt so einen Semesterbeitrag, das ist ein Appel und ein Ei, das ist echt geschenkt im internationalen Vergleich. Und das einzige andere Land, wo ich das noch kenne, das ist Norwegen. Und da ist die Lebenshaltung sehr teuer. Und dann gibt es in Deutschland inzwischen auch eine ganze Reihe von Grundstudiengängen, also Bachelorstudiengängen, die ganz auf Englisch stattfinden. Also man muss da kein Deutsch können, um reinzukommen. Und das war also der Impetus, das mal auszuprobieren. Uganda ist deswegen ein tolles Zielland, weil da das Gymnasialzeugnis von deutschen Hochschulen anerkannt wird. Also das ugandische Advanced Certificate of Education heißt das. Mit dem kann man an deutschen Hochschulen studieren. Und wir haben das also jetzt dieses Frühjahr mal ausprobiert und haben 10 ugandische Studierende oder 10 ugandische Schulabgänger, die noch nicht studiert haben, ausgewählt und haben die unterstützt bei der Bewerbung bei deutschen Hochschulen. Wir haben das Programm Malengo genannt und hatten also ungefähr 120 Bewerbungen für diese 10 Plätze
und haben die dann vergeben und haben dann über den ganzen Sommer die unterstützt dabei, sich zu bewerben bei den Hochschulen, die Englischtests zu machen, die dafür erforderlich sind und sich die Visa zu organisieren. Und seit letzter Woche sind die Unis, die da im Spiel sind. Also das sind oft Fachhochschulen oder kleinere Hochschulen, die, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wirklich super innovativ sind. Deggendorf ist beispielsweise dabei, Bayreuth gibt es einen Studiengang, Wildau, also hier in der Gegend sind so ein paar. Uni Rhein-Waal im Nordwesten ist ganz stark vertreten. Also es sind sehr viele spannende Hochschulen. Und hier sind also die 10 Stipendiaten. Wir hatten ein Orientierungsseminar vor ein paar Wochen in Kampala. Und die ersten 5 von denen sind also jetzt vor einer Woche hier in Deutschland angekommen und haben ihre Studien angefangen. Der eine hat schon Döner entdeckt für sich. Und bislang läuft das also ganz gut. Und die Hoffnung ist also jetzt, das größer werden zu lassen und dann natürlich auch wissenschaftlich zu evaluieren. Also das ist natürlich einerseits das Ziel, diese Möglichkeit zu schaffen für die Studierenden, aber andererseits das wissenschaftlich mit genau den gleichen Methoden, die ich gerade beschrieben habe, zu evaluieren. Und mir wurde gesagt, ich soll Ihnen erklären, wohin Ihre Spenden gehen, wenn Sie heute Abend was spenden möchten. Die würden also dann tatsächlich an dieses Programm gehen, wobei ich nochmal deutlich sagen möchte, dass das noch nicht evaluiert ist. Also das widerspricht so ein bisschen von dem, was ich Ihnen gerade eigentlich erzählt habe. Also wenn Sie was experimentell spenden möchten in ein Programm, das noch evaluiert werden wird, dann können Sie das machen. Wenn nicht, dann empfehle ich diese Website, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, effektivspenden.org. Gut, dann lasse ich es mal dabei und ich kann gerne Fragen beantworten. Vielen Dank.